erstmal muss danke schön, dass du das Video eingeschaut hast. Willkommen bei... Also Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber heute habe ich mal richtig viel Zeit mitgebracht. Es kommt zwar gleich ein Kumpel rüber, da wir uns zusammen ein paar Chicken Wings reinpfeifen wollen. Aber der Junge kommt wirklich immer zu spät. Und solange es nicht an der Tür klingelt, ist kein Grund zur Hektik. Kommen wir mal gleich zur ersten Frage. Hey, yeah, wie läuft denn nicht bei dir und dem Kampfsport? Naja, mir ist einfach deutlich aufgefallen, dass ich mein Training einfach nur noch auf die Glocke bekommen habe. Sei es beim Boxen oder beim Kickboxen. Sogar beim Trinkboxen. Ich glaube, die haben mich reingelegt. Trinkboxen gibt's gar nicht. Ich dachte auf jeden Fall, ich kämpfe einfach mal mit jemandem, der auf meinem Level ist. Aber auch das Projekt ging nach hinten los. Also traf ich die Entscheidung, mich erstmal einfach mehr auf das brasilianische Jiu-Jitsu zu konzentrieren. Warum ich gerade so viel am Trainieren bin, erzähle ich euch später in dieser Folge vor. Also kommen wir mal gleich zur nächsten Frage. Hey, ja, hast du den Tornado in Texas gut überstanden? Wow, vielleicht habt ihr einige von euch mitbekommen, aber hier in Texas ist tatsächlich ein Tornado durch die Gegend gerannt. Ich war gerade am Zocken, als Vicky in mein Zimmer kam. Jetzt natürlich die Frage, was ist zu tun, wenn ein Tornado durch deine Gegend rast? Ich glaube nicht, Leute, das ist genau das, was ich tat. Wenn ihr wirklich beim Nachbarn die Scheiben klirren hört und laute Schreie hört, dann solltet ihr dringend euer Headset etwas lauter stellen. Das geht allerdings nur, solange ihr in der orangen Zone seid. Wenn ihr in der roten Zone seid, wird euch das mit dem Headset auch nicht so viel weiterhelfen. Aber Leute, ganz ehrlich, machen wir nicht so viel Wind um die Sache und kommen auch mal gleich zur nächsten Frage. Hey, ja, warum trainierst du eigentlich in letzter Zeit so viel? Naja, einige Leute, die mir auf Facebook folgen, haben vielleicht schon mitbekommen, dass ich bald in einem Trainingslager auf den Philippinen bin. Der Aufnahmetest findet dafür im Juni statt. Und ich möchte einfach nur ganz fit für die Sache sein. Damit ich im Trainingslager nicht das schwarze Schaf bin. Gut, Leute, ich würde auch mal sagen, das ist jetzt wirklich genug gequasselt und wir kommen auch mal gleich zum heißen Stuhl. Go! Hey, ja, pipapo, wir fahren in den... So! So, reinzieh auf Po. Hey, ja, Big Gay, ja? Hör auf damit. Hey, ja, willst du meine Mayonnaise? Bist du ein Junge oder Mädchen? Hey, ja, ich bin's wieder. Was geht? Wie hast du schon wieder geschafft, in die Sendung zu kommen? Hey, ja, wie lang ist dein Joystick, if you know what I mean? Wie jeder andere. Hey, ja, wen liebst du mehr? Deine Freundin oder MW3? Hallo, MW3 ist meine Freundin. Hey, ja, weißt du euch, dass alle Spieler auf COD auf der Xbox gar getestet werden, bevor sie rauskommen? Das halte ich für ein Gerücht. Hey, ja, ich habe dich abonniert und bin jetzt schwanger. Was soll ich machen? Jessica? Hey, ja, kannst du mal einen, den ich kannte? Ja, aber ich kannte den Cousin des eins und ich sage auch gar nichts. Das ist so eine Kante. Hey, ja, bist du nachts unsichtbar? Ja, allerdings, damit könnte ich schon fast Superheld sein. Und mein Name wäre dann... Big Game.